Willkommen zurück bei Overlord. Hier Hallo. auf den schönen Feldern um Rausching. Müssen wir nicht über die Brücke? Nee, ich würde erstmal wieder ins Dorf. Ach so. So, hier geht's noch lang. Da oben ist ein Mana-Brunnen. Geht und kümmert euch um Wilfried. Ja, machen wir gleich. Rüstung. Diese Halblinge sind nur... Schloss Rauschingen wird belagert. Es brennt. Die Dämonen, sie kamen direkt aus der Luft. Die Frau sagte, wir sollen laufen. Also bin ich gelaufen. Und ich habe mich nach nichts und niemandem umgesehen. Auch nicht, als das Geschrei losging. Ich gehe garantiert nicht zurück. Feigling. Findet mehr über die mysteriöse Frau heraus. Da guck ich hier noch mal durch. Ist das die Mätresse? Ja, hier können wir wahrscheinlich auch noch nicht weiter, aber hier kann man schon mal nicht mal umgucken. Nicht mal 1000 Halblinge könnten so viel Schaden anrichten. Der Geruch von Magie liegt in der Luft und das ist nicht gut. Ach, ihr solltet das näher untersuchen. Rote Lebenskraft. Für rote Schergen? Ja, wir brauchen aber trotzdem das Nest. Ja. Also wir können sie vorher halt nicht rufen, aber dann haben wir schon mal ein paar mehr. Wenn wir das Nest dann bekommen. Also alles deutet darauf hin, dass wir uns erstmal die roten Schergen holen müssen, ne? Ja. Das dauert aber noch ein bisschen. Erstmal hier alles töten. Natürlich. War eine Rüstung drin. Wie schnell das geht. Es wird halt immer langsamer, je mehr Schergen man hat. Weil es halt der Durchschnitt ist. Ah, okay. So. Dann können wir hier erstmal zurückgehen. Meins. Ich werde später nochmal zurückkommen, rote Lebenskraft farmen. Weiß nicht, ob wir das dann beschleunigen werden oder so. Müssen wir schauen. Ja. So. Ja, aber hier auch auf. Die Halblinge fressen alles, was nicht festgenagelt ist. Ach was, sie fressen die Nägel einfach mit. So, hier geht's dann, glaube ich, auch weiter. Ah, noch mehr Halblinge töten. Ja. Ach, schießen die mit Brandpfeilen von oben? Ja. Ah, cool. Truhe. Meins. Ah, Heiltrank. Und da wäre noch Leben drin. Ah, jetzt habe ich's. Braucht ihn. Achso, doch, brauchst du. Nee, okay, von denen kriege ich keine vernünftige Ausrüstung mehr. Nein, die Axt brauche ich nicht mitzunehmen. Oh, kann ich auch gar nicht mitnehmen. Von daher. Ja. Da ist was. Das ist Lilanes. Was ist das? Das müsste ein neuer Zauber sein. Würde ich aber gleich erst machen. Ich würde da vorne die Halblinge erstmal wegmachen. Okay.
oben mit Steine werfen. Ah, haben alle überlebt. Sehr gut. Rüstung? Nee, brauchen wir nicht. Hier kann man, glaube ich, irgendwie nochmal rum. Noch mehr Fässer zum Kaputtmachen. Noch mehr Truhen zum Kaputtmachen. Geld! So, dann. Ja, so 655 Gold würde ich jetzt auch wohl nehmen. Ja. Ach, wir brauchen auch viel Gold. Oh, warte. Mal erst das Tor auf. Meinst du 655 Goldstücke? So groß wie halt so ein Goldtaler ist? Sind mehr wert als 655 Euro? Ziemlich sicher. Glückwunsch, Herr. Okay. Ihr habt einen Zauber kann man nur mit 5 tragen. Sehr gut. Ach, die gehen vor zum nächsten. Die gehen zum nächsten Portal. Praktisch, muss man den Weg selber nicht finden. Nö. Ich könnte jetzt ja auch einfach stehen bleiben, aber dann müsste ich warten, bis sie wieder da sind. Das ist auch nicht interessant. Von daher kann ich auch einfach mitgehen. Ja. 84 Schergen hast du jetzt schon. Mhm. Also von dem Raum. In Reserve. Der Ruhezauber verlangsamt sich nähernde Gegner, sodass ihr mehr Zeit habt, sie zu töten. Klingt gut. Das wäre der hier. Ich bleib erstmal beim Feuerball. Vier Zauber gibt es? Oder gibt's es mehr? Gibt vier verschiedene und dann in drei verschiedenen Stufen. So, genau. Weiter geht's. Oh. Ein Troll. Oh ja. Eine Hobbithöhle. Okay. Mensch, wir wurden sich schon da ein bisschen mehr von Herr der Ringe geguckt, oder? Ja, es ist im Grunde eine Parodie auf Herr der Ringe. Ah, okay. Also, an sich eine Parodie auf halt, Fantasy, ne? Kein Gold? Nichts zu okay. Dann nicht. Sieht so aus, als ob die da unten ein Fest vorbereiten. Beeilung, Meister! Das möchte ich nicht verpassen. Cool. Bam. Haben wir alle her? Nee, der eine kommt jetzt gerade. Das sind halt 10 von 10. Ja. So, den Troll machen wir hier vorne, damit uns die Steinewerfer dann nicht, Ja, komm hier mal hin. Eine, die ein bisschen zurückbleibt, ne? So, Hammer tot. Perfekt. Sehr schön. Und jetzt noch kein Schwert geschossen. Ja, ich bin auch sehr froh. Ah, die haben wieder Bier getrunken. Ja. Oh. Ausrüstung.
Oh, gute Ausrüstung scheinbar. Ja. Und ordentlich Gold. Ich werde eh vor dem nächsten Dings Dungeon einmal heilen gehen. Von daher kann ich jetzt auch gerade noch Mana verbrauchen, damit meine Schergen nicht verletzt werden. Ich spiele tatsächlich sehr auf, dass meine Schergen überleben. Man kann hier wesentlich rücksichtsloser spielen. Ja. Aber man hat halt sehr viele Schergen. Aber ich finde die. Ich möchte Max trotzdem nicht, wenn die sterben. Solange die hier beschäftigt sind, solltet ihr herausfinden, wo diese Kirschlunde das Essen von Rauschingen versteckt haben. Ja, wahrscheinlich da. Sieht so aus, als ob ihr in eurer großartigen und beeindruckenden Gestalt dort hineinpassen würdet, Herr. Er hat mich schon wieder fett genannt. Ja. Als ob wir im Tor stecken bleiben würden sonst. Ja. Ah klar, ich kann auch verstehen, dass er nicht will, dass wir auf die Knie gehen, weil... Ja. Ja, das kann ich auch verstehen. Wir gehen von nichts auf die Knie, nicht mal von einer Holztür. Nein, auf keinen Fall. So, jetzt einmal in den Turm. Einmal heilen. Ich muss sagen, wenn es Hobbits wirklich gegeben hat, dann stamme ich von welchen ab. So, Quartiere der Halblinge. So gerade was Essen und so angeht bei mir in der Familie, ne? Ja. Was ist mit dem zweiten Frühstück? Ja. Boah, ne. Ich wette, wenn wir das nächste Mal Familientreffen haben. Wieder so viel Fressen. Dann gibt's erstmal Fettmet. Und Brötchen und Kuchen und Wassermelone. Und zwischendurch Eis und dann wird gegrillt. Und ja, das Ganze ist an einem Tag. Es ist so. Sei leise, Meister. Ihr dürft diese Halblinge auf keinen Fall wecken. Ach, ich werde sie wecken, aber ich glaube, das wird ein sehr unangenehmes Erwachen. Im Schlafen tötet. Ja. So viel zu den Halblingen. Ja. Jetzt können wir hier auch alles zerschlagen. Aber so von jedem Tag fängt er uns an, so... Man trifft sich so gegen 9 oder so zum Frühstück. Oder eigentlich zum Brunch. Weil man dann halt frühstückt, bis es Mittag ist. Und dann ist man ja schön vollgefressen. Dann wird erstmal eine Pause gemacht. Dann kann man sich hinlegen oder quatschen oder es wird an irgendwas rumgeschraubt oder man geht ein bisschen spazieren. Wobei eigentlich... Eigentlich ist es dann so, dass man dann einen Spaziergang macht und dann zu der Eisdiele geht und dann nochmal ein Eis isst. Aber das ist auch eher so, wenn kein Kaffee trinken ist, dann geht man ein Eis essen, sonst wenn Kaffee trinken ist, dieses dann elende Gewürm scheint die Halblinge nicht zu mögen. Kaffee trinken. Sie sind sich zu ähnlich. Und zum Kaffee trinken gibt es dann Kuchen und ein bisschen Obst. Das Alibi-Obst. Dass wir dann auch immer Obst da hatten, lag ja daran, dass ich ja dann irgendwann so richtig Hardcore-Vegetarier war. Also wirklich schon zur Grenze zum Veganer, weil ich dann halt, ich habe halt darauf geachtet, dass es kein, dass das in dem Käse kein tierisches, Lab drin war, keine Gelatine. Die Halblinge haben überall Löcher. Versiegelt hab halt sie weniger Eier gegessen. Dieses abscheuliche Ungeziefer auf. Und meine Schwester hatte immer gerne so einen Kuchen gemacht. So halt sowas wie Philadelphia-Torte.
Und da kommt halt Gelatine rein. Und die habe ich halt nicht gegessen, weil Schweine-Gelatine. Ja. Und dann, wenn die anderen dann da waren und Kuchen gegessen haben, habe ich dann da meine Wassermelone gegessen. Mhm. Und dann gibt's auch immer mal Erdbeeren. Also, ist dann schon schön. Und dann wird abends nochmal gegrillt. Aber in den meisten Fällen ist es ein Übergang, Essen zu Essen zu Essen. Mhm. Ich konnte mich irgendwie bis jetzt immer drücken. Ja. Letztes Jahr hattest du eine Familienfahrt. Ja. Nicht Familien, sondern da warst du schon vorher. Da warst du mit dem PS in Köln. Ja, ja, genau. Also vorletztes Jahr? Ich weiß nicht. Aber wird wahrscheinlich auch irgendwie verplant gewesen sein. Die fragen ja nie nach, ob wir irgendwie Zeit haben. Ja. Es wird immer so ein Tag bestimmt, wo die meisten Leute Zeit haben. Und dann wird von mir erwartet, dass ich da hinkomme, weil was soll ich schon groß vorhaben? Ja. Ich glaube, einmal war ich auf einem Geburtstag irgendwo von einer Familie. Ja, das kann gut sein. Geld. Ja, und dies Jahr hat ja nicht stattgefunden, dann passt das ja. Mhm. Boah, das letzte Familientreffen, bevor wir zusammengekommen sind, was ja so die Hölle war. Mhm. Weil ich ja so emotional so total durcheinander war und dann lief auch noch ein bisschen scheiße und weil mein Vater mich angeschnauzt hatte wegen Einkaufen und so und mir ging es sehr beschissen und ich hatte eine leichte Panikattacke und dann bin ich halt an das Handy von meinem Onkel gekommen, mit dem Kabel irgendwie hängen geblieben und hab's runtergeworfen und dann mega streitlos gebrochen und mein Vater hat mich direkt angeschnauzt und dann habe ich zurückgeschrien, dann hat mein Bruder mich angeschrien und dann habe ich alles einfach alles stehen und liegen lassen und bin abgehauen. Und ich muss einen Zahn drauf gehabt haben, weil meine Schwester mich nicht einholen konnte. So, weiter geht's. Und nur mal so wegen Sturheit. Einfach weil ich scheiße drauf war, bin ich halt gelaufen, ohne was zu trinken. Bitte, holt uns doch hier raus! Benutzt das Rad da drüben! Einer der Halblinge hat gesagt, wir würden Wilfried zum Abendessen serviert. Oh, ich will nicht gefressen werden! Die Speerträger möchte ich lieber nicht in der Nähe meiner Schergen haben. Ja, ich bin übel. Hm. Die können Schergen halt zurückstoßen, das ist nicht so gesund. Hm. Willst du da nochmal durchschicken? Auf der anderen Seite? Ja, kann ich eigentlich machen. Ich glaube nicht, dass da groß was drin ist, aber kann man mal machen. Mal ein bisschen Gold zumindest. Ah, mittlerweile haben die meisten auch Helme. Oh, sogar einen von den guten Helmen schon. So, der da in der Mitte ist. Ah, okay, ja. Ja, das ist ein relativ guter Helm. Und zwei mit Trollnasenring. Mhm. So. Dann machen wir hier mal auf. Irgendwie eskalieren deine Familienfeiern nie so sehr, ne? Warum sollten sie? Also Familienfeiern bei uns enden so oft in einem Streit. Ja, deine Familie hat auch viel höheres Aggressionspotenzial. Oh, vielen Dank! Hey, die Halblinge haben eine Menge Essen hier heruntergebracht. Sucht ihr danach? Auf geht's! Zurück nach Kauschingen! Es sind auch sehr viele Leute, die sich gerne über Kleinigkeiten aufregen. Ja. Sieht's aus, als ob ein unachtsamer Halbling das Rad beschädigt hätte. Ihr müsst die Fähnenspeichen finden, damit ihr es verwenden könnt. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Ah, oh,
Ja, das ist dann noch gut. Ja. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.